Herzlich willkommen zurück zur Let's Play Tropico 5. Jawohl, wir haben in der letzten Folge hier hinten so ein kleines Viertelchen gebaut. Wirklich so ein kleines, Leute. Also, es geht darum, dass wir den Leuten hier ein paar Wohnungen gegeben haben und hier einen Hafen gebaut haben. Es geht darum, weil wir hier oben Bergbau haben und dass wir hier auch Bergbau haben. Ja. Und wahrscheinlich ist der Weg jetzt von da aus kürzer zu diesem Hafen zu fahren als hier oben. Und hier haben wir außerdem auch nochmal zweimal Bergbau gebaut, was irgendwie nicht fertig gebaut wird. Vielleicht, weil es ein bisschen länger dauert noch. So, da bleiben wir erstmal ganz, ganz geschmeidig. Ja, solange wir die Materialien dahin bringen, ist es ja ein Vorteil. Ja, weil andere Hafen in dem Sinne dadurch entlastet werden und wir einfach viel schneller Geld bekommen, wo wir uns vom Geld wirklich absolut nicht mehr beschweren können. Also entweder die Leute möchten gerne nur noch Luxus, oder ich habe absolut keine Ahnung, was hier los ist. Wisst ihr was? Ich werde jetzt mal ein paar Luxushäuser bauen. Und zwar werden wir mal ein bisschen auf Luxus gehen und einfach mal gucken, weil die Leute nicht in die Luxushäuser bekommen. Aber die Ecke ist nicht so toll, wie ich mir gedacht hätte. Bauen wir da mal ein Luxushaus. So mal ein Luxushaus. Komm, und dann machen wir mal noch so eins. Dann haben wir drei dicke, fette Luxushäuser nochmal gebaut. Und mal gucken, ob wir dadurch das Volk ein bisschen zufriedener bekommen. Das können wir in ein Casino reinmachen. Ah, Gebäudeeinnahmen steigen um 5%. Das ist doch cool. Ja, Casino für normale Leute. Hier oben ist ja alles nur für die Reichen. Guckt euch das hier mal an. Ich will hier keine Hütten im... Mann! Weg mit dem Dreck. Hier gibt es überall Apartments. Hier könnt ihr einziehen. Ja? Ich habe euch neue Apartments gebaut. Also haltet die Gusch. Geht ja mal gerade gar nicht klar, finde ich. So. Wir machen mal die ganze Bergbaukram. Oh, Autosave. So. Das hätten wir so einigermaßen auf die Reihe bekommen, glaube ich. So, wir müssen jetzt wirklich mal durchgehen, was uns allgemein noch fehlt. Ja, Rohstoffe, Bergbau, Fischer, Fischerhafen. Ich glaube, Fische haben wir ganz schön wenig, oder? Wir haben zweimal Fische. Findet ihr nicht? Komm, wir bauen hier nochmal so einen Fischerhafen hin. Wir haben ja auch viel mehr Bürger, also brauchen wir ja auch viel mehr Fisch. Meiner Meinung nach. So, Fische haben wir. Haben wir nachgerüstet. Weil dann verliere ich nicht unbedingt so den Überblick darüber. Holzfällerlager, Ölturm. Öl haben wir schon gebaut. Hydrid-Kultur, Zeitalter, Neuzeit, Mastbetrieb. Mastbetrieb fehlt uns, Leute. Fleisch, Milch, Rind. Mastbetrieb. Mastbetrieb können wir doch hier hinten noch mit schön mit hinbauen, ne? Es braucht nämlich gar keine... Gar keine Quote hier. Bauen wir hier mal so einen kleinen Mastbetrieb hin. Am besten zwei... Na, wir nehmen jetzt mal von jedem ein. Ja? Jetzt bin ich mal wirklich kackend reiß und wir bauen mal einfach von jedem ein. Ziege. Dann nehmen wir Lamm. Und dann nehmen wir nochmal Schweinefleisch. So. Und dann mal gucken, ob das vielleicht was gebracht hat. So, automatisches Bergbau. Braucht man nicht unbedingt Ölraffinerie. Das sollten wir uns vielleicht später nochmal angucken. Industrie. Sägewerk, Textil haben wir, Konservenfabrik. Stahlwerk haben wir nicht.
weiß ich nicht, ob wir es brauchen. Möbelfabrik haben wir auf jeden Fall. Pharma, Medikamente, braucht aber 200 Strom, ist schwer mit so viel Strom klarzukommen. Zigarettenfabrik, Rumstelle haben wir. Zigaretten haben wir, Rumstelle haben wir. Schmuckfabrik haben wir nicht. Fahrzeugfabrik haben wir auch nicht. Schokofabrik auch nicht und Elektronik auch nicht. Wohnungen haben wir eigentlich alle, soweit ist in Ordnung. Tourismus, Taverne, Restaurant, Nationalpark, der fehlt uns. Bietet Unterhaltung, der Bürgertourismus in der Nähe und der Servicequalität. Hängt von der Schönheit ab. Bevorzugte Touristenklasse, keine. Okay. Zirkus haben wir, das haben wir, das haben wir. Luxus, Opernhaus, Casino, Kabinett, Antik, Museum, Nachtclub gibt es noch nicht. Stadion und das auch. Neuzeit, alles klar. Tourismus. Flughafen. Könnten wir auf jeden Fall gleich nochmal dahin bauen. Was ist das denn? Aerodom? 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 Okay. Strandvilla und das gibt's auch noch. Was heißt das denn? Heißes Wasser. Erforschen Sie Technologie, heißes Wasser. Mhm. Kleiner Laden, Krankenhaus, Kathedrale fehlt uns auf jeden Fall. Kathedrale, ganz wichtig. So. Das ist wirklich arschwichtig. Wegen der Religion. Fernsehstation. Auch ganz wichtig. In meinen Augen. So bietest du den Leuten ja mehr Unterhaltung. Haben wir. Alles klar. Bibliothek, Highschool, Universität, Operation, Forschung. Geht noch nicht. Neuzeit. Leuchtturm haben wir. Trockendock haben wir. Botschaft, Bank, Zollamt. Zollamt fehlt uns, glaube ich, noch, ne? Können wir später auch noch machen. Militär, Wachturm, Militärbasis, Kaserne, Militärbasis, Flugzeugträger, Atomprogramm und Raumfahrtprogramm. Alles klar. Also so weit, so gut. Haben wir das alles erledigt. Wir haben jetzt eine Kathedrale gebaut, um die Dingens nach die USA preisen. Was die ist das? Die USA haben eine neue Initiative namens Allianz für den Fortschritt gestartet. Preisen Sie sein, eine Botschaft. Ich war ja für Allianz für das Pony, wurde aber in letzter Sekunde... Aufgeben. Keine Ahnung, das, wir haben die USA auf jeden Fall hier eigentlich reingemacht. Preisen. Ach, hätte ich draufklicken müssen. Schwachkopf. Die Russen wollen diplomatische Beziehungen zu ihnen aufnehmen, aber sie sagen, dass etwa... Ja, 5000 rum machen wir. Zu der USA, UdSSR, glaube ich, war das. So. Ich glaube, ich spiele auch schon wieder ein bisschen zu flott. Ich hätte mich mal, ich sollte das mal wieder laufen lassen. Und mal alles wieder ein bisschen ruhiger angehen hier. Aber es liegt halt daran, dass ich absolut Probleme gerade mit meinen Videos habe. Und einfach nicht hinterherkomme. Es liegt einfach an dem Wetter. Genau, ich versuche auf jeden Fall jetzt erstmal hier wieder einigermaßen klar Schiff zu bekommen. Also wir haben noch ein bisschen Platz, aber anscheinend nicht viel. Das muss man ganz ehrlich dazu sagen. Guck mal, sogar hier bauen sie schon die Hütten hin, dass ich es nicht sehe in dem Sinne. So kommt es mir zumindest vor. Wo wir aber die Häuser hingebaut haben, da bauen sie dann wieder keine Hütten hin, ne? So, da ersetzen wir das mal. Hier haben wir ja unseren Öldingen gebaut. Oh. Hier sieht eigentlich alles ganz okay aus. Hier auch. Ja, die ganzen Mastbetriebe müssen gleich gebaut werden. Finde ich eigentlich gar nicht so schlecht, dass wir hier die Mastbetriebe... Guck mal, die haben es auch noch nicht fertig gemacht. Was ist denn hier los? Da ist es fertig. Das ist auch noch nicht fertig. Wir haben doch hier extra ein Baubüro. Diese scheiß Vorarbeiter, das ist kacke. Weil die Arbeitsqualität sinkt dadurch. Guck mal, da hinten fahren die Schiffe. Aber man kann ja schon weit gucken, ne? Also das finde ich ja auch nice an Tropico. Also, was ich ein bisschen blöd finde, es sieht aus, als wenn man ein bisschen weiter raus zoomt, dass das Bild verschwommen wird. Ob hier so ein Blue Motion Effekt an wäre. So kommt es einem zumindest vor. Aber sonst... Absolut nice. Also was ich nicht verstehe, dass ich das mit der Kampagne da nicht hingekriegt habe. Entweder war ich mal wieder zu blöd, was ja nichts Neues ist.
So, abreißen. Weißt du was, wir haben 70.000 hier. Komm, Schnellbau. Ja, bei 70.000 überlege ich jetzt hier gar nicht. Schnellbau, weg mit dem Scheiß. Wir haben ausführliche Studien fremder Kulturen durchgeführt und entdeckt, wie man einen ausländischen Besucher einen ganzen Tag lang unterhalten kann. Setzen Sie ihn einfach in einen runden Raum und sagen Sie ihm, dass in einer Ecke des Zimmers ein Stück Kuchen liegt. Tricks wie diese werden insbesondere unseren Touristikunternehmen helfen, Langeweile bei unseren Besuchern zu bekämpfen. Verordnung Gipfeltreffen, Tourismuskampagne, bessere biologische und freigeschaltet. Okay, also wir können jetzt eine Verordnung für Tourismus machen. Erhöhen Sie die Servicequalität, alle Unterhaltungsgebäude, aber auch die Kriminalität steigt, okay. Da muss ich mir später mal angucken. Erstmal ist es wichtig, dass wir hier die Kathedrale zum Laufen bekommen, dass die Zufriedenheit in der Religion wieder steigt, Leute, weil das ist hier gerade ein absolutes, ja, absolutes Graus. Also Wohnqualität geht, Arbeitsplätze ist eigentlich auch alles eigentlich noch. Unterhaltung ist wirklich saumäßig. Also die Unterhaltung ist wirklich absolut saumäßig mit 27. Als wenn ich von jedem etwas mehr bauen müsste, weil ich glaube, dass sie... Na, so voll ist das jetzt auch nicht, ne? Was ist los? Manche Menschen protestieren. Guck mal, jetzt geht hier der Scheiß los, ne? Wenn du mir zeigen würdest, wo du protestierst, ja? Ich habe hier eine riesen Insel. Das ist doof. Ich find's nicht. Da bei der Kirche. Da. So, was ist euer Problem? Kameradpräsident, beim Marschieren im glorreichen Marsch der Revolution vertrat ich... Bauen Sie einen Nationalpark. Bauen wir einen Nationalpark. Ja. Komm, wir bauen einen Nationalpark. Ja, wenn euer... Das geht ja um Schönheit, ne? Bauen wir den hier so mitten rein, Leute. So. Und dass ihr dann auch schnell zufrieden seid. Ja, baue ich ihn auch schnell. So, da habt ihr euren Nationalpark. Ist das toll? Ja, könnt ihr jetzt schön spazieren gehen. Oh. Ey, die bauen sich hier immer wieder aus, ne? Immer wieder kommen hier die Kackhütten. Es geht mir so richtig auf die Kornis. Der ganze Nachteil der ganze Sache ist, Leute, die Häuser sind nicht voll. Ja, es gibt überall freie Plätze. Und das verstehe ich nicht. Und das geht mir richtig auf die Kohornis. Das muss ich sagen. Also entweder das ist ein Bug, weil so kenne ich Tropico nicht. Oder ich habe eine Funktion übersehen, wo ich sehen kann, was los ist mit den Tropikanern. Weil mir fällt sonst... Das Politbüro hat ewige Freundschaft zwischen der UdSSR und Tropico erklärt. Leider wurde ich dabei von mindestens einem Dutzend Russen geküsst. Oh, ein kostenloses Industriegebäude nehmen wir. Guck mal, da haben sich jetzt zwei Häuser ausgebaut. Aber ich glaube, das hier ist auch der einzigste Viertel. Ja, also hier müssen wir auf jeden Fall etwas machen. Aber ich würde gerne erstmal die Häuser moderner machen. Und mal gucken, wie denen das gefällt. Ja, die bleiben nämlich drin und die Wohnqualität steigt ja dadurch.
Wir wollen ja die Wohnqualität oben behalten für die Leute. Ja, anscheinend ziehen sie wieder aus. Aber gut. Ich werde hier nochmal ein Apartment bauen. So. Ja, und dass die Leute hier... Ich könnte echt kotzen, Leute. Weil die Leute einfach immer sich einfach irgendwo die Hütten hinbauen. Wenn ich keine Wohnungen hätte, dann wäre es ja okay. Dann würde ich sagen, ja, passt. Ja, ich habe halt kein Geld, um die Hütten zu bauen oder Landhäuser zu bauen. Aber die bauen sich überall hin. Das sind wie so kleine Ameisen, ja. Überall setzen sie einen Kackhaufen hin. So, ich sage auf jeden Fall erstmal wieder vielen Dank fürs Einschalten bei Tropico 5. Mein Name ist Glabur, ich hoffe, es hat euch ein wenig gefallen und ja, vielleicht habt ihr eine Idee, wie wir das mit den Hütten hinbekommen, Leute, weil so langsam wird es wirklich eine Übermacht und ich komme einfach da schon gar nicht mehr gegen an. Also, ja, vielleicht habt ihr eine Idee. Wäre auf jeden Fall sehr schön, wenn ihr mir dabei helfen würdet. So, ich sage vielen Dank, bis morgen, euer Glabur, ciao, laui.